Nein, hier ist John Danger. Ich muss versuchen, hier auf das Auto zu kommen. Oh, das hätten wir geschafft. Ich werde mir erstmal in den Wald fahren und da ein bisschen gucken, was uns vor der Warte. Hier müssen wir abspringen, Leute. Und auf geht das andere. Puh, das war ja mal eine riskante Fahrt. Wir mussten uns irgendwie festhalten, sonst hatten wir keine Möglichkeit, hier hinzukommen. Wir sind heute in Tibet unterwegs und dafür müssen wir erstmal direkt im Wald. Wir können uns jetzt aussuchen, ob wir links oder rechts gehen. Und da es mir da einfacher erscheint zu wandern, gehen wir jetzt direkt hier rein. So, wir sind jetzt ziemlich mitten im Wald drin. Haben wir schon direkt was gefunden. Das ist mit Sicherheit eine alte Futterstelle von den Ureinwohnern. Die meisten sind aber mittlerweile schon ausgesiedelt. Denn vor ein paar Jahren sind sie alle in die großen Städte gezogen und müssen nicht mehr hier im Wald wohnen. Die meisten Sachen haben sie aufgegeben und hier dieses alte Heu haben sie wahrscheinlich benutzt, um ihre Tiere zu füttern und so. Und auch, es ist auch sehr gutes Dämmmaterial, falls es kalt ist, aber jetzt in der Sommerzeit haben wir es hier natürlich brüllend heiß. Wozu es auch noch sehr, sehr gut geeignet ist, ist natürlich Zunder. Und da wir nachher wahrscheinlich Feuer machen, nehme ich das direkt hier mit. In der Wildnis muss man Sachen direkt mitnehmen, wenn sich die anbieten, weil man bekommt keine zweite Chance. Nachher würde ich mir wünschen, dass ich das hier mitgenommen habe. So, dann nehme ich ganz zu viel mit, sonst wird der Rucksack noch zu schwer. So, und dann geht's weiter. So, wir dürfen jetzt so mitten im Herzen des Waldes sein. Tausende von Mücken unterwegs. Ich glaube, ich wurde jetzt in den letzten 20 Minuten schon 100 Mal gestochen. In Tibet sind es viele gefahren, aber am größten sollten wir uns fürchten von den wilden Bären, die hier noch unterwegs sind. Und gerade hier in diesem Gebiet, es gibt hier nämlich verschiedene Gebiete. Das hier ist das alte, abgestorbene und der ganz wilde Wald. Wenn wir weiter da lang gehen, hoffe ich, dass wir mehr zu den Grünen kommen. Und irgendwo ganz am Ende soll sich angeblich auch noch irgendwo ein alter Tümpel und Moor befinden. Ja, wie gesagt, vor den Bären sollten wir uns sehr in Acht nehmen. Und auch Schlangen sind hier heimisch, giftige Spinnen. Aber ich glaube, was uns viel mehr Sorgen macht, werden die Mücken sein. Vielleicht finden wir ja nachher noch irgendein Mittel, um die Luft zu nehmen. Unter dem Laub weiß man nie, ob da wirklich jetzt fester Boden ist oder nicht. Kann man sehr leicht erschnappen. Wow, seht euch das an! Wir haben hier wieder ein Zeichen, dass die vielen Ureinwohner gelebt haben. Ja, hier lebt schon keine lange, keine mehr. Das waren die alten Hütten der Maya, so hießen sie. Und die ist jetzt wahrscheinlich runtergestürzt. Es ist vergleichbar mit Baumhäusern. Sie haben sich sozusagen Baumhäuser gebaut, damit sie nicht abends hier auf dem Waldboden schlafen mussten, wegen den ganzen Insekten und so weiter. Und da, deswegen haben sie sich hier diese Hütten in der Höhe gebaut, so circa 4-5 Meter. Gib mir mal die Kamera.
Diese ist jetzt, das ist so ungefähr eine Standardgröße. Ich würde sagen, das sind 3x3 Quadratmeter vielleicht. Und man glaubt es kaum, aber hier in diesen Hütten haben sie mit bis zu 6 bis 8 Leuten übernachtet. Das kann man sich kaum vorstellen. Aber sie mussten so viel Platz sparen, wie sie konnten. Und hier sehe ich jetzt gerade, hier ist alter Draht. Und den wir, vielleicht können wir den noch gebrauchen. Und deswegen versuche ich den mal irgendwie zu lösen. Ja, er ist hier festgemacht. Aber es ist nicht ganz so einfach, den hier zu lösen. Die ziemlich stabil natürlich gebaut sind, weil in diesen Häusern haben die mal ja bis zu 7, 8 Jahre gelebt und deswegen haben sie die auch natürlich vernünftig gebaut. Okay, das größte Stück habe ich jetzt gelöst. Endlich. Den werden wir natürlich mitnehmen. Wer weiß, wozu wir den noch gebrauchen können. So, jetzt ganz vorsichtig. Nachdem ich vom Baum gefallen bin, bin ich etwas vorsichtiger geworden. Das hier sieht mir doch wenig aus. Hier ist es auf jeden Fall leichter zu laufen als im dichten Wald. Wir sollten dem Weg folgen und mal schauen, wohin er uns führt. Die Mücken hier bringen einen echt um. Wir müssen so schnell wie möglich gegen die Mücken weggehen. Wenn man in der Natur unterwegs ist, sollte man auch immer gut die Augen aufhalten. Ich habe das jetzt hier erkannt. Seht ihr, wie gelb das ist? Und es unterscheidet sich ja so sehr von dem grünen Gras. Deswegen habe ich das jetzt hier entdeckt. Weiß da noch nicht. Ja, das ist Kot. Ich denke mal vom Hirsch oder irgendwie sowas. Das habe ich schon mal gemacht. Und ich weiß, dass es nicht sehr appetitlich ist. Und zwar kann man den Kot tatsächlich essen. Der Darm befinden sich sehr viele noch Vitamine, weil die Tiere eine schlechte Verdauung haben. Aber lecker ist das nicht.